Und damals seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon zu einem neuen Zwischendurchdings mit dem Zwergenfürst. Ja, ich spiele mal hier wieder Skywarmer. Das hatte ich ja schon mal in einem Part gemacht, hatte ich ja schon mal angefangen, schon mal die ersten Grundrisse gezeigt. Jetzt sind wir Level 10, jetzt bin ich schon Level 10 und jetzt hat sich ja auch schon einiges entwickelt. Dann können wir heute vielleicht mal mit Musik machen. Das ist ein bisschen nervig mit Musik, aber ja. Ansonsten ziemlich leise. Viel zu leise für das mit Spielen. Ja, heute nochmal ein Part Skywarmer, um euch auch gewisse Sachen zu zeigen. Zum Beispiel habe ich hier einige Flugzeuge auch schon. Ja, wie das halt hier mit Level 10 aussieht. Ist auch gerade hier Halloween-Zeit, da gibt es ein laufendes Event. Nachtflugwochen. Ja, da kann man sich ja. Broomsticks heißen die in Englisch. Dann noch mit dazu kaufen. Leiser schalten kann man die Dinger nicht. Man kann auch hier ein Vollbild machen. Aber das ist jetzt hier. Naja. Ich werde es jetzt mal hier klein lassen. Ich muss halt im Schnittprogramm ein bisschen was gucken. Ich schalte den Ton, glaube ich, lieber aus, weil der ist doch ein bisschen dolle nervig. Das können wir heute auch mal hier. Da habe ich schon ein paar Leute in der Liste drin. Ob das jetzt Zuschauer sind oder ob das random Leute sind, weiß jetzt nicht so genau. Das scheinen eher randoms zu sein. Guck mal, da können wir nämlich jetzt auch Flyby, das wollte ich euch zeigen. Das kann ich nämlich jetzt auch machen, wenn wir jetzt hier 10 Münzen für ausgeben, können wir da jetzt zum Beispiel Hallo du beschreiben und das dann einfach losschicken. Funktioniert das so? Dann kriegt er die Nachricht auf dem Flyby. Ja, kann man auch für ein bisschen mehr Geld Sandpip Planes und auch hier angepasste Nachrichten schicken. Zum Beispiel das hier. Habe ich jetzt mal unnötig viel Geld ausgegeben für. Das schwebt halt dann bei einem hier auch nochmal rum. FTW. Und hier besucht, dann können wir die. Hier können wir auch noch Flugzeuge hinschicken. Hier können wir sagen, hier, zack. Abgefertigt, der soll gleich zu unserem Freund hin. So, und dann können wir hier auch Besuch machen. Können wir gleich mal hin. Und so sieht das dann, wenn der Level. Oh, der ist auch Level 10, oder? Nee. Nee, ist er nicht. Das ist mein Level. Hier kannst du auch solche Passagiere einsammeln. So sieht das dann halt, wenn es größer ist, dass der da dann schon ganz viele Parkplätze, ganz viele Landebahnen, ganz viele Hangars, Terminals und so weiter. Das wird halt noch, ja, Chiffins Flughafen, das kann dann halt nochmal ganz riesig werden. Bei mir sieht es momentan so aus, es ist noch nicht sonderlich riesig. Ansonsten hier ein Landen und Starten von Flugzeugen, dann hat man hier noch seine Hauptquest. Viermal Rama XS Turbo starten und einen mittelgroßen Tower kaufen. Der kostet ein bisschen was. So, können wir gleich mal schauen hier. Mittelgroßer Tower. Muss man hier dann hingucken. Müssen wir 3000 sparen. Das ist natürlich hier ein bisschen. Es dauert ein Weilchen, bis man die voll hat. Muss man eine Weile für spielen. Und was, wir hatten hier das größte Level.
Haben wir doch einen 93er. Hier, 93 können wir mal. Gerade mal zum 93, Level 93 Flughafen. Das muss ein gigantischer sein. Und dann mal besuchen. In Österreich. Und ich die Flagge richtig interpretiert habe. Na. Muss erst laden, so groß ist der Flughafen dort. Spiel abgestürzt. Sehen wir nochmal den Startbildschirm hier. Halloween. Okay, war mal für Halloween aufgeputscht. Und gerade Halloween-Woche. Also, die machen zu den Feiertagen immer irgendwie eine Mission, eine Aktion. Da muss dann Weihnachtsbäume sammeln zu Weihnachten. Ich habe auch noch hier eine Mission. Startflugzeug nach Europa. Habe ich das schon gezeigt, wenn man Flugzeuge starten will, dann funktioniert das so, dass man hier auf die Länder klickt. Da habe ich übrigens auch schon eine freigeschaltet. Ich bin international. Ich habe jetzt meine Flugzeuge überall hingeschickt. Können wir mal nach Neuseeland schicken. Fliegebereit. Das habe ich bestimmt schon gezeigt. Ja, wir haben ja im ersten Part schon einige Flieger losgeschickt. Geht es halt hier nochmal international. Also ich würde nochmal zum Flughafen, falls das geht. Level 93er Flughafen. Na, klappt es diesmal. Wenn das Spiel überfordert ist. Von einem so großen Flughafen. Aufsammeln. Das macht so schön blink. Ding, 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 ding. Oh, hier ist aber freier Platz hier. Da müssen wir mal ein bisschen zurückzoomen. Ja, das ist jetzt alles dicht auf dicht. Was ist denn bei dem los? Dass er hier. Hat er 100 Hangars und 100... Ja gut. Das kann man ja einfach abernten bei dem. Man hat einen ganz großen Flughafen besorgt, hat man halt hier. Tausende, ja. Ich greife ihm jetzt Passagier ab. Fast 1000 gekriegt. Ach, das ist der Achterbahn. Kann man sich später. Okay, ja, das ist daher auch. Das sieht ein bisschen unstrukturiert aus hier. Will ja nichts sagen, aber. So kann man, so groß kann man das dann mit Level 93 dann auch nochmal. Das ist dann. Hat man halt dann alle Flugzeuge und alle. Die Wasserflugzeuge gibt es dann auch noch. Da gibt es dann Helikopter hier. Immer Helikopter an den Plätze. Eine große Startbahn. Attraktion für die Passagiere und so weiter. Da ist das. Ja, kann man alles schön gestellt. Kann man auch hier nebeneinander klatschen. Fußballstadion. Ja. Da gehe ich mal zurück zu meinem kleinen, bescheidenen Anfangs-Level 10er Flughafen. Und zu mal eins losschicken. Die kosten ein bisschen Geld, da sieht man immer so darüber, was die bringen. Der bringt 25 Münzen und 2 Sterne, kostet 10 Passagiere, der kostet 140, der 120 und bringt kein Geld ein.
Können wir hier mal zurückkehren, Flüge aus Zypern. Jo. Nervt mich zu sehr der Flugzeugsound. Lass mal weg. Gut. Die Welt habe ich dann erkundet. Ist halt wegen den Münzen, ist halt praktisch alle wieder zu landen und zu starten oder wieder. Ist halt ein ewiges Hin- und Hergeschicke. Dass man halt dann die Münzen kriegt, dann kauft man sich hier den Tower für die Quest und dann kauft man, da vergrößert man seinen Flughafen und dann baut man mal Neues drauf und dann ist es ja. Ausbausimulator, Ausbau Flughafen Dings. Mittlerweile habe ich hier schon 3 Parkplätze. Spar dann auch, sobald ich nicht mehr für die Quests irgendwelche Towers kaufen muss und so weiter. Für die nächste Landebahn. Ja. Und hiervon kann man sich dann auch 15 habe ich schon. 18 Tage geht es noch. Vielleicht kriege ich mal die Landebahn hier, die große, oh, höllische kleine Startbahn. Kann man sich halt, ja, das ist halt, ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier in diesem Part noch so einen Broomstick bekommen. Wie heißen die? Ich weiß, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Broomstick, okay, das ist wahrscheinlich, habe ich jetzt, erzähle ich wahrscheinlich wieder einen Blödsinn. Flugbesen sind das. Auf Deutsch. Wir haben auch schon einen Burgerladen, den wir nicht auffüllen können. Ach ja, mein, da ist das 16. Die kommen dann halt mit den Hubschrauber, mit den Flugzeugen. Wenn man Neues losgeschickt hat, muss man halt dann die entsprechende Zeit, 2 Minuten, 3 Minuten, warten, bis wir zurückkommen. Da war schon 17. Ich habe das jetzt die Tage regelmäßig mal gespielt, immer am Abend mal eine halbe Stunde Flugzeuge geschickt. Um das halt ab Level 10, ich würde es halt bis Level 10 treiben und dann euch mal zeigen, wie das dann mit ein bisschen Fortschritt aussieht. Hier kann man auch, ich kann auch jetzt mal zur Demonstration, wenn wir das durch noch nicht gehabt haben, mal einen davon losschicken. Können wir auch mal hier nach USA. Zack. Dann wird dort drüben bei den Containerflächen abgearbeitet. Der braucht ein bisschen länger, der dauert länger. Ist auch ein großes, kein Passagierflugzeug, sondern ein Warenflugzeug. So, von denen müssen wir 4 losschicken. Rex ist Turbo. Da muss man auch hier mal gucken. Rex ist Turbo, da haben wir einen gerade dabei, oder? Der andere ist. Ne, Super Express. Warum haben wir nur einen davon? Da wird es doch nie was mit 4 Leuten, mit 4 Dingern gleichzeitig losschicken. Können wir auch hier mal neue kaufen. Rama XS Turbo für 400. Kein Stellplatz im Hangar. Ja gut. Deswegen haben wir jetzt nur einen. Weiß nicht, können wir da jetzt einen verschrotten oder so? Theoretisch könnten wir da jetzt. Dadurch wird kein Platz frei, wenn wir jetzt ein von denen verschrotten ist dann hier. Ja. Und wird nicht mehr Platz. Glaube ich. In 43 Sekunden kommt der zurück. Ach, noch einer. Habe ich 2 davon.
dann können wir die Hälfte hier schon von der Quest. Na, die 3000 müssen wir noch mal sparen. Kann man auch Scheine ausgeben, aber so viel haben wir noch nicht. Ein Schwert zu bekommen, sollte man vielleicht lassen. Ein paar Treibstoff kann man halt tanken, damit sie schneller zurückkommen. Ja, was bringt's? Was bringt's, wenn man die schneller tankt? Fliegen sie schneller, kommen sie schneller zurück. So, der ist schon wieder zurück aus Neuseeland. War mal ein kurzer Flug. Ist auch schnell geflogen. Normalerweise brauchst du 8 Stunden für. 16 Stunden. 8 hin, 8 wieder zurück. Da bist du schon einen Tag unterwegs. Ist ja nicht sehr realistisch hier. So ist glaube ich nicht. Das ist wirklich nicht wirklich der Anspruch. Ja, wo wollen wir noch was hinschicken? Immer nach Italien. Eben ein Flugzeug schicken. Ja, spannender wird es ja nicht. Immer wieder abfertigen. Losschicken. Um das Geld zu bekommen. Gucken wir gerade nochmal nach Litauen. Fipsi. Den schon mal losschicken. Und dann können wir noch mal bei den Leuten vorbeischauen. Ich glaube, bei dem waren wir schon. Und beim 93 waren wir auch schon. Können wir noch mal bei den Flughäfen vorbeischauen, was die so da haben. Das wäre hier noch interessant. Im Inventar haben wir nichts mehr. Könnten wir hier auch unseren Flughafen noch umbauen. Das Terminal werde ich heute nicht mehr kaufen. Das ist ja. Tower. Das ist ein bisschen teuer. Da müsste ich ein bisschen ein paar Flugzeuge wieder abholen. So, da wollten wir nochmal hin. Flyby habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert. Besuch. Schauen wir da mal rein. Ah ja, der hat halt hier schon der ziemlich viel gespielt, hat hier schon Hintergrund. Und hier die, oha, der hat ja gecheatet oder was? Jede von den Landebahnen ist 25 wert. Der muss ja suchten wie wild. 25, 25, 25, 25. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Der Hintergrund kostet 7. Und hier 2 Landebahnen. Oh, Schreck. Der hat sich die wahrscheinlich gekauft. Man kann ja hier 40 Scheine ausgeben, um 50 Dinger zu bekommen. Das kannst du natürlich auch für Echtgeld. Ja, kann man ja alles für Echtgeld kaufen, muss man aber nicht. Bedingen, bedingen, bedingen. Ja, hier ist halt, hier können wir auch schon sehen, ist halt später Sachen wie diese ganzen die Bürger da, den habe ich schon hier Spielzeug geladen und so weiter, ist halt Tourismus. Zeugs hier auch noch, was die Passagiere bringt, wofür man die irgendwie einsetzen kann, weiß nicht. Ich glaube, die kannst du mit den Flugzeugen verschicken. Das ist irgendwie, die brauchst du für manche Flugzeuge, damit die fliegen können. Hier gibt es Helis, Heliports in verschiedenen Ausführungen. Also die Landebahn, die sieht schon ordentlich aus. Das dauert noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen aktiv sein die nächsten Tage. Dann kann ich mir mal die Landebahn besorgen. Ja, als Freizeitbeschäftigung einfach mal so nebenbei. Das macht das wirklich so am Abend mal eben. Eine halbe Stunde, eine Stunde mal eben ein paar Abfertigungen machen. Ist gar nicht so uninteressant. Wir haben noch einen 84er, können wir den nochmal besuchen. Er macht schon irgendwie Spaß, also es ist... Das ist jetzt nicht das actionreichste Game, aber... Das ist immer als Gelegenheitsspiel so zwischendurch. Ja, es wird jetzt kein
keinen dritten Part mehr geben? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich erreiche jetzt plötzlich noch Level 90 oder so, was nicht passieren wird. So sehr werde ich da mich jetzt nicht mehr reinsuchten. Ich habe da jetzt hier nur fürs letzte Test mal ein bisschen was gemacht, um es zu zeigen. Ich hatte früher auch einen relativ großen Flughafen, also nicht so weit, also ein paar Helis hatte ich auch schon drauf. Also bis zu den Wasserflughäfen bin ich, doch, ich glaube, ich hatte auch mal, früher hatte ich mal so ein Wasserflugzeug, hatte ich dort stehen, also bin doch schon Level 30 irgendwie war ich, glaube ich schon Level 30 so in dem Dreh. Als Kind dann immer, das ist als Jugendlicher 14, 15, wie alt ich dann war. Ja, eine kleine Kindheitserinnerung hier vom 2G. Dann brauchst halt dann immer mehr, dann brauchst halt immer mehr Passagiere, und dann brauchst halt immer mehr Geld, um die, wir sehen ja halt schon. Um halt so einen loszuschicken, brauchst du halt 140. Gibt es halt hier dann. Ne, nicht unter Flüge, hier beim Shop. Gibt es dann halt hier Flugzeuge, die da halt dann. Hier drüben im grauen Bereich kriegst du dann hier. Ein Dreifach-Flori. Das ist halt für. Wie viel Geld? Muss dann halt auch Geld ausgeben für. Dann gibt es halt hier. Die bringen dann halt auch 1283. Und 683 ist halt 600 Geld. Ich suche hier gerade mal jemanden, der hier minus 250. Ich meine, die kosten dann halt auch Geld, damit du sie losschicken kannst. Ich finde hier gerade nichts, das ist schlecht. Aber seht ihr ja hier schon, ist noch nicht freigeschaltet, erst ab Level. In den letzten ab Level 82. Ja, wir haben jetzt hier schon so weit. Da kann ich mir jetzt hier schon den hier leisten. 1600. Erstmal müsste ich den hier vergrößern. Rama Regenbogen. Nötig Hangar. Mittelgroßer Hangar. Okay, dann müssen wir erstmal ausbauen, bevor wir den Regenbogenflieger losfliegen können. Für eine Münze. Aha. Interessant. Da kommen sie wieder zurück. Gut, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben sollte sich gefallen haben. War jetzt vielleicht ein bisschen kürzeres Let's Test. Ich wollte es euch nur noch mal zeigen, den Parts, was halt hier alles geht, was halt bei anderen Flughafen geht. Was bei mir mit Level 10 so alles schon geht. Mit den Sternen kriegt man jetzt hier neue Levels. Hier durch die Sterne. Steigt das da oben, habt ihr ja gesehen. Der kommt erst später. Kann man jetzt hier neu starten. Nach einer Weile kommen sie alle wieder zurück und dann. Geld. Na denn. Habt's noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja. Ich bleib hier weiterhin dran, um das Event zu sammeln. Ja. Werd dafür kein Geld ausgeben, aber ja, für kostenlos kann man das machen. Ja. Bis zum nächsten Let's Test auf meinem Kanal. Bis dahin, ja, das war's, Kai Warmer. Haut da rein. Ciao.